Was sagst du? Schöner Wagen. Steig ein. Neuwagengeruch. Damit fahren sicher alle gern. Eher nicht. Wieso nicht? Dafür müssten sie tot sein. Sag mal, hat dir den der Pleitegeier ins Nest gelegt? Du erzählst doch immer, dass der wegen Thorwald über dir kreist. Das Problem mit Thorwald ist aus der Welt. Kommt Nora gar nicht mehr vorbei. Du, die hat was anderes zu tun, als mich jeden Morgen abzuholen. Ach. Was ach? Bist du so schlecht? Wenn du Jo noch abholen willst, ich kann Fahrrad fahren. Kein Problem. Oder seid ihr noch zerstritten? Wie oft soll ich ihn dir das noch sagen? Zwischen Jo und mir war nichts und ist nichts. Okay, lass mal vor Jo und sie meine Deutschlehrerin. Ich krieg jetzt immer eine Note schlechter. Na, zwischen ihr und Jo war mal was. Das ist eine niedliche Ausrede. Wenn du was mit Jon hättest, wüsste ich wenigstens, dass es sich lohnt. Morgen. Moin. Wenn wir uns weiter so aus dem Weg gehen, wird das Gerede nur noch doller. Besonders, wenn sie hier so rumschreien. Moin. Moin, Jo. Wir sollten einfach so tun, als wäre nichts passiert. Der Kuss im Park? Der ja eigentlich kein Kuss war. Moment mal, wollen Sie sich beschweren? Dann wären Sie der Erste. Oh. Bisher haben die Leute nie über mich geredet. Entweder war ich mit einer Frau zusammen oder nicht. Keine Geheimnisse, kein Tratsch. Und das war auch gut so. Wie bei Frau Johansen? Bei wem? Ach, Birge. Woher wissen Sie das denn? Da war ich in der 10. Klasse. Und hatten was mit einer Lehrerin? Birge war in der 11. Da seid ihr ja endlich. Morgen. Thorwald ist verschwunden. Da würde ich Ihnen aber raten, die Suche nicht bei uns zu beginnen. Hier taucht handelsüblicherweise nur auf, wer tot ist. Aber... er hatte Angst um sein Leben. Und dann heute Nacht dieses Treffen. Wo? Ja, es war kurz vor Mitternacht. Ich wollte zu Bett. Da ist mein Mann runter in den Laden. Und wie ich aus dem Fenster schaue, da sehe ich eine Gestalt. Den Kragen hochgeschlagen, den Hut in die Stirn gezogen. Ja, die müssen von heute Nacht sein. In der Stadt schließt man Wetten ab, wer sich den mal leistet. So ist mein Mann. Immer eine Spur zu laut. Jon, schauen Sie mal. Handschuhe. Ist dir an dem Unbekannten irgendetwas Besonderes aufgefallen? Der hat sich regelrecht angeschlichen. Ach, die Überwachungskamera. Irgendwelche kriminellen Elemente haben ein mit Schmuck behängtes Schwein in unseren Leichenwagen gesetzt. Als würden wir uns an Toten bereichern. Deshalb hat mein Mann vor 2 Wochen die Kamera installiert. Da, hier. Vater?
Ja, der hier ist doch perfekt. Hm. Oh, was ist denn das? Hallöchen! Oh, was für ein Auflauf. Trauergrenze, Sie sind ja schnell. Susi ist... Es ist so schrecklich. Das ist Susi, also Susanne Schlicht. Meine beste Freundin. Stimmt, Susi? Ja, wir sind befreundet. Ein Herz und eine Seele. Wir teilen alles. Auch den Schmerz. Ach, gehört Ihnen nicht das Blumengeschäft am Markt? Mhm. Ali, das tut mir so leid für dich. Entschuldigung. Entschuldigung. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Keine Angst. Wer sind Sie? Sinny Torwald. Was machen Sie hier? Rai Kilian, Kriminalkommissar. Können wir vielleicht... Aha. Wir sind hier, weil Ihr Vater spurlos verschwunden war. Ist der Digga endlich weg? Sandy, ne? Der geht mir am Arsch vorbei. Er ist tot. Scheiße. Bleibt hier. Da stehen bleiben. Sagen Sie, wo ist eigentlich Ihr Vater? Der hat heute Morgen noch eine Bestattung in Dageblühen. Aber ich bin sicher, der wird kommen. Fingerabdrücke? Eindeutige. Hier an den Gläsern. Kann ich die anfassen? Mhm. Da darf man aber keinen Streichholz dran halten. Wie kann man sowas trinken? Das ist feinster Rum. Unverschnitten. Hat mindestens 60%. Also Sie meinen, echte Männer gurgeln mit sowas nach dem Frühstück statt Zähne putzen? So ungefähr. Schlamperei! Die Presse ist vor Ort und ich werde nicht informiert? Ja, dann macht ihr mal keine Sorgen, mit denen hat noch keiner gesprochen. Gut. Sehr gut, Jon. Ah, der Mann im Goldsack. Begreif doch, der Mann im Goldsack, damit kommen wir bundesweit ins Fernsehen. Das nenne ich mal einen Mord. Wir wissen ja noch nicht mal, wo er umgebracht wurde. Was redest du da? Der Mann ist tot. Und da er nicht gerade im biblischen Alter war, nehme ich an, er hatte vor, noch etwas weiterzuleben, anstatt hier im Sarg zu enden. Ja, es könnte aber auch ein Unfall gewesen sein. Frau Neubauer, jetzt fangen Sie nicht auch noch an, hier solchen Pessimismus zu verbreiten. Na schön, dann werde ich uns mal ins rechte Licht stellen und du kommst mit. Schön, aber... Einen Moment, ich komm gleich. Ah, neu? Ja, toll. Der alte Wagen war aber auch ein Schandfleck, Lars. Schöner Wagen. Da möchte man doch gleich mal mitfahren. Was war denn das heute Nacht? Ich weiß nicht, was du meinst. Wo bleibst du, Jon? Komm. Warte hier, ich muss mit dir sprechen. So. Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Tut mir leid, dass Sie warten mussten, aber es ist ein tragischer Tod. Der Bestattungsunternehmer nun selbst unter der Erde. So. Der arme Torwart. Nicht anfassen. Aber man muss ihm doch die Augen schließen. Klaas, ja. Warum haben Sie sich mit Torwald getroffen? Ich? Mit Torwald? Getroffen? Solange wir in der Öffentlichkeit glänzen, wird kein Innenminister auch nur im Traum daran denken, hier die Schotten dicht zu machen. Das ist Politik, Jon. Was ist los? Ich frage Sie noch einmal, Klaas, warum haben Sie sich mitten in der Nacht mit Torwald getroffen? Ich war zu Hause. Haben Sie Zeugen? Wieso? Es gibt ein Video, auf dem Sie zu sehen sind. Ich? Im Dunkeln? Bitte, Klaas.
Aber das kann doch auch jemand anders gewesen sein. Irgendjemand hat die verkleidet. Wie ich. Hut im Gesicht, Mantelkragen hochgeschlagen. Ich habe Hut und Mantel gar nicht erwähnt. Kann ich mal deine Hände sehen? Klaas Pedersen, du bist wegen des dringenden Tatverdachts auf Mord vorläufig festgenommen. Du kannst die Aussage verweigern. Alles, was du sagst, kann und wird vor Gericht gegen dich verwendet werden. Du hast das Recht, einen Anwalt zu sprechen. Falls du keinen hast oder du kein Geld hast, dann bockt es mir, mein Sohn. Bist du deshalb zur Polizei gegangen? Hast drauf gewartet? Ja. Frank. Opfer. Tut mir leid, Herr Pedersen. Schon gut, mein Sohn. Du kannst ja nichts dafür. Ich nehme den Hinterausgang. Da ist die Presse. Jo, und der Mann ist Ihr Vater. Er hat gelogen, gut, aber er muss nicht unbedingt gleich der Täter sein. Wir sind Polizisten und wir tun, was wir müssen. Jo, der eigene Vater. Ich weiß, wie das ist, wenn man von einem nahestehenden Menschen so bitter enttäuscht wird. Na, halt die. Ich verstehe Jo nicht. Er hätte mich früher verarschen sollen. Was? Danke. Es ist schon lange her, dass eine schöne Frau mir Tee und Kuchen ans Bett bringt. Danke, Klaas. Das ist nett. Mein Mann hat sich um die Aufträge und die Bestattung gekümmert und ich um den Papierkram. Ja, aber er bekommt mitten in der Nacht Besuch und Sie schlafen seelenruhig weiter? Was glauben Sie, wie oft hier nachts jemand klingelt? Weil es einen Todesfall gibt. Ah, okay. Und Sie dachten... Und warum hatte Ihr Mann Angst vor Klaas Pedersen? Klaas hat gedroht, meinen Mann umzubringen. Susi war zufällig Zeugin. Ich habe es nicht ernst genommen, als sie es mir erzählt hat. Ist schon okay. Ich habe fürs Erste auch keine weiteren Fragen. Sie haben uns schon sehr geholfen, Frau Torwald. Dankeschön. Mike, wir machen Schluss. Wir wissen noch nicht, was mir über die Rübe gezogen wurde. Der Gegenstand wird hier kaum auf dem Tablett rumliegen. Das wird uns die KTU verraten. Ja, du kannst ruhig schon mal gehen. Ich mache hier noch ein bisschen weiter. Okay, tschüss. Zeit, dass du kommst. Du kommst hier nicht raus. Ich bin unschuldig. Ich weiß. Du bist kein Mörder. Das ist ja wohl auch das Mindeste, was ein Vater von seinem Sohn erwarten kann. Dass er sowas sagt. Ach, schließ auf. Dann würde Hinrichs mich sofort von dem Fall abziehen. Ach so. Ich begreife. Deshalb hast du mich verhaftet. Die müssen... Die müssen glauben, dass ich dich zur Schrecke bringen will. Es ist dir gar nicht schwer gefallen, so zu tun, als ob. Fanna, jetzt wird nicht kindisch. Deine Lage ist ernst. Also, erzähl mir, was zwischen Torwald und dir für ein Geschäft gelaufen ist. Was redest du da? Vater, Torwald war Viehhändler. Und die besiegeln immer noch jedes ihrer Geschäfte per Anschlag. Und mit Schnaps. Und? In einer Gläser bei Torwald war unser selbstgebrannter Rum.
Und der Fingerabdruck auf einem der Gläser war sicher auch von dir. Was für ein Geschäft. Ich mach doch nicht deine Arbeit! Was? Erzähl dir niemand, dass er ein cleverer Polizist ist. Viel zu gut, um als Bestatter zu arbeiten. Dann beweis es mir! Bitte? Ach, hol mir mein Daunenbett. Du weißt, wie schnell ich mich erkälte. Sag mir, was für ein Geschäft gelaufen ist. Und ich leg noch dein Kissen drauf. Lieber erfriere ich. So, das war's. Hi. Ich gehe dann jetzt. Okay. Sandy, ich würde ganz gern was versprechen. Ich weiß, das kann den Verlust deines Vaters nicht rückgängig machen, aber wir kriegen das Schwein, was dein Vater getötet hat. Wir kriegen diesen Kerl und er wird seine gerechte Strafe bekommen. Der Digge geht mir am Arsch vorbei, also red nicht so ein Müll. Das sagt man so als Kommissar. Du brauchst mir nicht gleich um den Hals fallen, du Freak. Hier lag er? Ja. Es ist kalt hier. Das ist der Tod, der hier wohnt. Bitte geh nicht. Das willst du nicht wirklich. Aber wenn du heute Nacht nicht schlafen kannst, ich bin noch die ganze Nacht online. Meine ID ist RK007. Abend, der Herr. Moin. Na, haben Sie Ihren Vater schon überführt? Ist nur eine Frage der Zeit. Waren Sie mal Staubsaugervertreter? Wollen Sie mir gerade verkaufen? Sie glauben doch nicht im Ernst auch nur eine Sekunde daran, dass Ihr Vater wirklich imstande ist, einen Menschen umzubringen, oder? Obwohl, Sie waren gut. Ja, Sie waren gut. Im ersten Moment bin sogar ich drauf reingegangen. Ich meine, was... Ion, haben Sie immer noch kein Vertrauen? Beim Schwein hatten Sie es doch auch. Und keine Angst, diesmal wird es auch nicht in einem Kuss enden. Wir machen uns erstmal einen Tee, hm? Moment. Wir wollen es mit dem Vertrauen mal nicht übertreiben. Noah, schön, dass Sie gekommen sind. Ach ja, was glauben Sie eigentlich, was die Leute sagen werden, wenn sie hier nachts einfach so bei mir auftauchen? Dass wir, kaum dass Ihr Vater aus dem Haus ist, hier wilde Orgien feiern? Unzucht in den Särgen treiben? Was weiß ich, Heimer spielen? Keine Ahnung. Übertreiben Sie es nicht. Der Tee muss ziehen. Hatten Sie denn schon Erfolg? Leider. Ja. Das hier ist der Leichenwagen, den Torwald sich bestellt hat. Gestern hat mein Vater den Leasingvertrag unterschrieben. Aber die Raten zahlt weiterhin Torwald. Das heißt, dass Torwald Klaas den Wagen finanziert? Mein Vater, der zahlt nur 36 Euro für den Schriftzug. Die beiden haben irgendeine gemeinsame Leiche im Keller. Aber mal den Leichenkeller außen vor gelassen, könnte es ja auch sein, dass der Täter aus irgendeiner ganz anderen Richtung kommt. Ja, wer würde Ihnen da einfallen? Anwesende ausgenommen. Anwesende ausgenommen. Ich
Ich denke mal, dass Torvald seine Lieferanten ähnlich schlecht wie Klaas behandelt hat, oder? Das ist richtig. Außer Susi vielleicht. Die Floristin. Die hat Torvalds Tod auch ganz schön mitgenommen, wa? Die ist sowieso ein bisschen nah am Wasser gebaut, also sagt mein Vater. Okay, und dann gibt es noch Torvalds Frau und die Tochter. Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber ein inniges Familienverhältnis sieht irgendwie anders aus. Entschuldigung. Der Tee darf nicht so lange ziehen, sonst wird er bitter. Tee ist launisch. Er verzeiht nichts. Es soll ja Frauen geben, die ähnlich launisch sind. Anwesende ausgenommen? Anwesende ausgenommen. Mein Kaffee ist schon hier. Ach, du bist ja ein Schatz. Danke. Da habe ich wohl Zucker und Salz verwechselt. Was hast du? Klaas wäre froh, wenn Joni nur Salz in den Tee streut. Du warst halt noch bei ihm. Wie konntest du nur? Selbst wenn du eine Mörderin wärst, würde ich dir zur Flucht verhelfen. Mimi, erstens, ich bin keine Mörderin. Zweitens, ich habe auch nicht vor, eine zu werden. Und drittens, Jon geht es verdammt dreckig, weil er seinen Vater verhaften musste. Mir kommen die Tränen. Hast du den armen Jon getröstet? Vergreif dich bitte nicht im Ton, okay? Ich bin enttäuscht von dir, Mama. Und von Jon erst. Es ging hier gar nicht um Geschäfte. Du hast Torvald erpresst. Stimmt's? Womit? Freiwillig hat er dir den Wagen nicht überschrieben. Du schweigst. Okay. Ich kann dich hier auch ewig bei Trockenbrot und Wasser schmoren lassen. Früchte. Krabbenbrötchen. Danke. Wir müssen mit Wiebke sprechen. Morgen. Morgen. So kriegen wir meinen Vater nie mürbe. Reden Sie mit ihr. Mit mir spricht sie ja nicht mehr. Der böse Jon. Die hat irgendwo eine Voodoo-Puppe liegen, wo sie kleine Nadeln reinsticht. Seien Sie doch froh. Das heißt zumindest, dass sie noch an sie glaubt und sie noch nicht aufgegeben hat. Sie würden einem Delinquenten auch einen Henker als Erlöser verkaufen, oder? Um 1.48 Uhr war Torvald tot. Bist du jetzt unter die Gerichtsmediziner gegangen? Nein, das hier, das lag im Sarg neben dem Toten. Wo steckst du? Scheiße, das Internet geht nicht. Ruf an. Blage? Seine Tochter Sandy Torvald, sie hat um 01.48 Uhr versucht, ihren Vater zu erreichen. Wie kann man seine eigene Tochter unter Blage entspeichern? Sie redet bei ihrem Vater nur von dem Dicken. Vielleicht haben die sich gehasst? Da haben sie mit ihrem Familienglück doch gar nicht so falsch gelegen. Warum haben die sich vielleicht gehasst? Krieg ich raus. Ach. Das sind meine Methoden. Hängen die mit deinen nächtlichen Überstunden zusammen? Das hat halt jeder so seine Stärken. Jon bei seinem Vater, aus dem würde ich ja gerade mal so eine Telefonnummer rauskriegen. Telefonnummer wäre schon schön. Aber bei so einer jungen Frau? Lassen Sie mich mal machen, Jon. Ich glaube, ich habe einen Plan. Ich bin doch unschuldig. Tja, solange wir das nicht beweisen können, müssen wir Sie leider wie einen Täter behandeln. So, das sind jetzt die Fotos für Ihre Polizeiakte. Hm? Ich will das nicht. Nicht reden und das Schild schön gerade halten. Ja. Und nach links drehen, bitte. Wenn Jon dazu nicht in der Lage ist, dann bitte, finde du den Mörder, Noah. Dann helfen Sie mir dabei. Nach rechts drehen. Torvald hat alle übers Ohr gehauen. Zwei Tischler sind seinetwegen pleite gegangen. Dieser Mann war ein Schwein. Hat er Ihnen deshalb einen neuen Wagen spendiert? Noch nicht aufdrehen. Jetzt ist es verwackelt. Zurück. Okay. Jetzt mal ehrlich, Klaas. Torvald bewegt sich doch moralisch auf dem Niveau eines Wattwurms. Nichts gegen Wattwürmer. Wie auch immer Sie ihn unter Druck gesetzt haben.
Es wird Ihnen niemand deshalb Vorhaltungen machen. Also, erzählen Sie mir, worum es ging. Glaub mir, Jon, es fällt mir nicht leicht. Aber als dein Chef muss ich dich fragen, wann lieferst du deinen Vater oder kriegen wir ein Geständnis? Also, das wäre offen gesagt die eleganteste Lösung. Ich bin dran. Wir werden ihn also anhand von zweifelsfreien Indizien festnageln müssen. Hätte mich bei deinem alten Herrn auch sehr gewundert, wenn er plötzlich zu singen anfängt. Hallo. Ist hier jemand? Ja, bitte. Entschuldigung, ich möchte gerne zur Kriminalkommissarei Kilian. Kriminalkommissarei Kilian. So, so. Das kann noch etwas dauern. Und wann ist er da? Wenn alles glatt läuft, so in anderthalb Jahren. Die hat er bei mir vergessen. Oh, die nehme ich gerne. Sandy! Du bist ja doch da. Ja, voll und ganz. Wollen wir ein paar Schritte gehen? Ja, gerne. Mal ließ ihn der Gedanke erschaudern, dass durch die grausige Tat des Vaters von Stund an auch durch seine Adern Mörderblut floss. Dann fiel er wie ein Stein in einen traumlosen Schlaf. Ihr Vater ist ja so weit von stur. Er blieb angewiesen, ihm nur lauwarme Dosensuppe zu servieren. Danke. Moin. Und Sie haben ihn wirklich erkennungsdienstlich erfasst? Mhm, das volle Programm. Da brauche ich aber einen Abzug fürs Familienalbum. Ich mag deinen Vater wirklich, Jon. Aber es war eindeutig eine Morddrohung. Klaas hat gesagt, dass er Wulf umbringen wird. Aber so ein Satz kann einem in der Wut schon mal rausrutschen. Er hat das glasklar und ganz ruhig gesagt. Mir ist fast das Herz stehen geblieben. Und warum sind Sie damit nicht zu uns gekommen? Das habe ich ja überlegt, aber Heidi meinte, es war vielleicht doch nicht so ernst gemeint. Wir konnten noch nicht ahnen. Du hast ihn wirklich gemocht. Für euch war er immer nur der raffgierige Geschäftsmann, aber er hatte auch noch eine ganz andere Seite. Haben Sie ihn geliebt? Das klingt jetzt vielleicht lächerlich, aber Wulf war ein großer Blumenliebhaber, besonders Veilchen. Er hat meine Arbeit geschätzt wie kein zweiter. Sein Tod ist ein großer Verlust für mich. Nochmal. Mein Großvater war der Dinge noch Mutter Teresa. Aber wie konnte dein Großvater seinen Sohn dazu zwingen, deine Mutter zu heiraten?
Der Digger hatte sie geschwängert. Daraufhin hat der Alte ihn gedroht. Entweder er heiratet sie oder er wird enterbt. Dann hat der Dicke in dir sicherlich so eine Art Strafe gesehen. Und es mich jeden Tag spüren lassen. Sag mal, hörst du mich als Kommissar aus? Sandy. Unter anderem. Dann bin ich jetzt dran. Hat Peterson schon gestanden? Nee. Und habt ihr eine andere Spur? Das darf ich dir nicht sagen. Stehe ich auch auf der Liste. Sandy. Na, ein Motiv hast du mir ja gerade entlockt. Na, du bist unschuldig. Als Täterin hättest du ja wohl kaum nachts noch angerufen. Wir haben deine Nachricht. Ich mir vorstelle, ich laber dem Ding das Handy voll und er... Hey. Komm mal her. Ich weiß zwar nicht, was das bringen soll, aber... Bitte. Naja, er hat zwei Tischler in den Konkurs getrieben. Vielleicht finden wir hier noch mehr. Susi scheint der Tod deines Mannes ziemlich nahe zu gehen. Wir waren befreundet und haben zu dritt einiges unternommen. Die beiden mochten sich. Mir nicht. Du denkst, nein, niemals. Sie ist meine beste Freundin. Also Kind, wie kannst du jetzt nur... Soll ich heucheln? Für mich ist der Digge schon lang gestorben. Dass er jetzt tot ist, wer beim Bestatter wohnt, lebt mit dem Tod. Stimmt's? Ja, bei dir kommen die Leichen doch auch zum Frühstück. Und, isst du weiter? Klar. Entschuldigung, wir würden gerne noch ein paar Takte mit ihm reden. Ich habe doch schon alles mit Kommissar Kilian besprochen. Ja, und zum Dank hat er mir auch gleich das Ei spendiert. Tschüss. Dein Mann kann übrigens morgen aus der Gerichtsmedizin abgeholt werden, sag mal. Hast du dich schon um den Bestatter gekümmert? Oder machst du es selbst? Wer ihn bestattet, hat mein Mann schon längst verfügt. Sollte wohl eine große Geste sein. Mein Vater? Du hast Besuch. Ihr habt aber nur 10 Minuten. Okay. Schön, dass du mich besuchst. Ich wollte ja eine Pfeile einnähen, aber wie gemeint, das wäre keine gute Idee. Du bist ein Engel, weißt du? Dass der Bestatter geschlossen ist, kommt nicht gut. Ich habe mir auch schon einiges überlegt, aber solange diese Person da ist, ich krieg schon Pickel, wenn ich nur an Jon denke. Mimi, sowas sagt man nicht. Es ist doch klar, wenn die Leute denken, dass ich mir meine Kunden in Selbstbedienung besorge, werden sie nicht Schlange stehen. Und was Jon angeht, weißt du, wenn ich ihm nicht helfe. Wieso tust du es dann nicht? Weil ich mich schäme für das, was ich getan habe. Jon wird mich verachten. Ich weiß, dass er wird mich verachten. Eigentlich müsste man dir die Zunge ausschneiden und an dein Spatzenhirn tackern, damit nicht ein völliges Vakuum entsteht. Das ist Amtsanmaßung, Rai. Kommissar Kilian. Und wenn du lieber auf der Straße sitzen willst, gut. Aber damit zerreißt dir vor Gericht jeder Verteidiger den Fall in 1000 Stücke. Bete, dass sie nichts damit zu tun hat. Nein, besser noch, beweis es uns. Okay. Okay. Entschuldigung. Bist du noch hier? Sieht wohl so aus. Du, das mit der kleinen Torwald und dir, das geht mich natürlich nichts an, aber du weißt schon, dass du in Teufelsküche kommst, wenn jemand erfährt, dass du dich als Kommissar ausgibst, oder? Hm. Teufelsküche bin ich eh schon. Oh. Dann zeig allen, wie gut du bist. Hey! Wo steckst du? Scheiße, das
Internet geht nicht. Oh nein. Oh, Sandy. Natürlich dicht gehalten. Natürlich. Es war Klaas. Von dem habe ich auch den Schlüssel. Liegt jetzt auf dem Schreibtisch. Ja, ich meine, das ist ja ganz süß. Und dass hier morgens ins Haus kommt. Dein Papa möchte dir was Wichtiges sagen. Was genau, weiß ich nicht. Aber er meinte, du wärst morgens ungenießbar, wenn du deinen Tee nicht bekommst. Stimmt. Danke. Der ist da. Gar nicht schlecht. Jon? Post von der KTU. Es ist dringend. Die haben eine DNA-Spur, die nur vom Täter stammen kann. Ist Nora schon da? Pass auf, dass sie das Büro nicht verlässt. Du lässt dir aber auch Zeit. Ich hab dir was zu sagen. Kannst du mir das später erzählen? Ich hol dich jetzt mal raus. Aber es ist wichtig, Jon. Die haben an Torvalds Kopf deine Haare gefunden. Das ist ein eindeutiger DNA-Beweis. Dafür verurteilt dich jeder Richter, auch ohne Geständnis. Komm. Nein, ich... Fana, wir müssen los. Aber ich... Fana, wenn du in deinem Alter in den Knast gehst, dann hole ich dich da erst wieder im Leichenwagen raus. Und dann ist er nicht mehr neu. Und dann will keiner mehr mitfahren. Bitte. Ja. 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 Sie machen einen Fehler, Jon. Okay, überfahren Sie mich. Was machen Sie da? Wo bleibt Ihr Instinkt? Er hat's verbockt. Ich muss ihn hier erstmal aus der Schusslinie fahren. Jon, Beweis um Beweis. Alles hat gegen Ihren Vater gesprochen. Er wurde uns auf dem goldenen Tablett serviert, würde Hinrich sagen. Und jetzt auch noch eine hundertprozentige DNA-Spur? Was soll das denn heißen? Ja, dass Klaas benutzt wird. Ja, selbst wenn. Solange wir niemand anderen haben, ist mein Vater dran. Ich habe mir die paar Euro für die Blümchen noch mal genauer angesehen. Torvald hat an die Floristin Tausende von Euro zu viel bezahlt. Zu viel? Ja, zu viel. Und wofür bezahlt ein Mann gemeinhin einer Frau zu viel Geld? Dass Torvald fremd ging, war ein beschenktes Himmelshirn. Ich hab ihn damit erpresst. Ich wollte es dir gerade sagen, aber... Sie haben davon gewusst? Ja. Torvald hat sie hier sofort wieder vor seiner Frau versteckt. Er wollte sie wohl einäschern. Und damit hast du dir den Schlitten erpresst? Faire Wettbewerbsbedingungen ausgehandelt. Ihr habt euch die Stadt aufgeteilt? Und wo haben Sie die Bilder her? Einer, der es gut mit mir meint, hat sie mir zugeschickt. Sie wollen zu mir? All die Jahre habe ich meinen Mann ertragen. Ich habe es aus Liebe getan. Dann kam er plötzlich nach Hause und roch nach frischen Veilchen.
Warum haben Sie gar nicht auf den Tisch geschlagen und die Scheidung eingereicht? Wir haben einen Ehevertrag. Dagegen hat er die Tischler noch fair behandelt. Selbst wenn. Sie waren schlichtweg zu feige. Wie schon all die Jahre. So wie der Mann ihre Tochter behandelt hat. Die Blage. Wie kann eine Mutter sowas zulassen? Er hat sie abgeschoben und ich habe es zugelassen. Ja, Sie haben recht. Aber deshalb, auch wegen ihr, bin ich nicht weggelaufen. Und es war einfach an der Zeit, dass es ein Ende hat. Und da kam dir mein Vater gerade recht. Er hat doch herumposaunt. Er würde Torvald umbringen. Sie haben das alles sehr lange und sehr akribisch geplant. Sie wollten ein einziges Mal über ihren Mann triumphieren. Da war Ihnen das Schicksal von Klaas Pedersen vollkommen egal. Wo steckst du? Scheiße, das Internet geht nicht. Ruf an. Ja und? Mein Rechner war online. Internet ging. Sie hatten sich mitten in der Nacht im Laden gestritten. Meine Mutter und der Digger. Plötzlich gab es einen dumpfen Schlag und dann war es stiller. Und dann hast du es in deinem Zimmer nicht mehr ausgehalten, wolltest sehen, was passiert ist, bist nach unten gegangen. Das Auto stand vor der Tür, aber vom Degen keine Spur. Dann habe ich ihn angerufen und... Ich habe wahrscheinlich noch das Klingeln gehört, direkt neben dir im Sarg. Ich war völlig fertig. Reik, glaub mir. Du hast eiskalt geschaltet, hast dann noch eine unverfängliche Nachricht hinterlassen, weil du dir gedacht hast, dass wir sie zurückverfolgen werden. Ich hatte Angst. Mm-mm. Du warst berechnend. Und kamst dir mit mir noch äußerst clever vor. Wer wollte denn meine Lage ausnutzen? Ich hab mir einfach nur Sorgen um dich gemacht. Einfach so, ja? Mehr nicht. Du warst weder cool noch clever, sondern einfach nur feige. Wie konntest du dir sicher sein, dass es klappt? Alle schmutzigen Geschäfte hat er doch immer nachts im Laden gemacht. Er sagt, er sei ja im Vorteil. Die Särge und Urnen schüchterten sein Gegenüber ein. Und dass er betrunken sein würde, war dir klar? Er war so besoffen, dass er sich in den goldenen Sarg gelegt hat, um seinen Rausch auszuschlafen. Ich hätte ihn doch nie da reinbekommen. Und da hast du ihm zur Sicherheit noch einen Schlag versetzt. Er kam noch mal hoch. Er hat mich angeschrien, als er mich sah. Da habe ich ihm alles um die Ohren gehauen, was er mir und Sandy angetan hat all die Jahre. Er hat nur gelacht. Da habe ich einfach das Nächstbeste gegriffen. Eine Urne. Zugeschlagen. Sandy hat die ganze Zeit gewusst, wer es war. Und mich benutzt. Mach keine Nummern raus. Ist uns allen schon mal passiert. Kind. Ich habe es für dich getan. Du hattest Angst, dass er dich wegen dieser Schlampe verlässt. Ich habe schon so viel durchgemacht. Ich will es überleben. Eine Frage habe ich aber doch noch, Frau Torwald. Wie kamen Sie an Klaas Pedersens Haare? Wie kann man seine Haare nur so gedankenlos in der Weltgeschichte verteilen? Du hast gut reden. Sei doch froh, mit dir redet sie wenigstens noch. Du weißt gar nicht, wie leid mir das tut, John. Warte. Ein Kräutertee. Hilft gegen Nierenschmerz. Woher weißt du? Ach, es tut mir alles sehr leid, Nora, aber was ich sagen wollte, ja gut,
dass du meinem Sohn hilfst. Hätte mich sonst glatt in den Knast gebracht. Entschuldigung angenommen. Lassen Sie ihn mal nicht so früh vom Kant haken. Das unterscheidet uns eben. Klaas, ich bin ja so froh. Was für eine Wendung. Wie konnte ich nur ein solcher Kleingeist sein? Ja, das ist der Stoff, aus dem Romane gestrickt, aber sag ich, gewebt werden. Wir weben, wir weben. Na gut, den Autoschlüssel nehme ich jetzt. Was? Ja, glaubst du, ich lasse dich hier mit einem erpressten Leichenwagen durch die Stadt heizen? Darf er das? Muss er sogar. Sie haben Glück, dass er sie nicht verhaftet. Und darin habe ich gerade Übung. Kann ich denn wenigstens noch mal riechen?